Früh morgens in Serbiens Hauptstadt Belgrad. Die Luftqualität ist schlecht. So schlecht, dass man die Verschmutzung mit bloßem Auge sieht. Das ist nichts Neues, sagt der Klimaexperte Wladimir Durdevic. Er warnt schon seit Jahren vor dem Problem mit der Luftverschmutzung in der Stadt. Was die Menschen in der Atmosphäre sehen, sei kein Nebel, sondern Smog. Es gibt so gut wie nie Nebel in Belgrad. Und deshalb ist das, was wir sehen, Smog. Das ist eine Kombination aus Umweltverschmutzung und echtem Nebel. Ich kann mich nicht erinnern, je in Belgrad nur echten Nebel gesehen zu haben. Von November bis März sind die kohlebefeuerten Wärmekraftwerke in Serbiens Hauptstadt voll ausgelastet. Viele Menschen heizen ihre Wohnungen noch immer mit Kaminöfen. Verschlimmert wird die Situation durch die vielen alten Fahrzeuge, die gefährliche Abgase ausstoßen, und durch die Industrieanlagen in der Umgebung der Stadt. Im europäischen Vergleich ist Belgrad sicher die Stadt mit der stärksten Luftverschmutzung. Jüngsten Untersuchungen zufolge sind in Serbien im Jahr 2021 fast 15.000 Menschen wegen der Luftverschmutzung gestorben. Die Ärztin Tatjana Radovanovic befasst sich seit Jahren mit den Folgen übermäßiger Luftverschmutzung für die menschliche Gesundheit. Sie weist darauf hin, dass dadurch viele Krankheiten verursacht werden. Kinder sind besonders gefährdet. Einige Studien zeigen, dass im Jahr 2050 jedes zweite Kind an Asthma leiden könnte. Luftverschmutzung besteht aus verschiedenen Komponenten. Da sind Gase, die die Atemwege reizen, wie Schwefeldioxid und Stickoxide, die zusammen mit Nebel oder Feuchtigkeit starke Säuren wie Schwefel oder Salpetersäure bilden können. Das kann sich auch auf gesunde Lungen negativ auswirken. Noch gefährlicher sind jedoch die Staubpartikel PM2,5 und PM10, da sie sehr klein sind. Wenn wir diese einatmen, gelangen sie in die kleinsten Teile der Lunge, von wo aus sie ins Blut übergehen und sich praktisch im ganzen Körper verteilen. Dejan Lekic von der serbischen Umweltbehörde hat eine App entwickelt, die Echtzeitinformationen über die Luftqualität liefert. Die vorherrschenden dunklen Farben auf dem Bildschirm zeigen, dass die Luft in Belgrad im Moment schlecht, außergewöhnlich schlecht oder in den meisten Fällen sehr schlecht ist. Die serbische Regierung hat mit einem Luftreinhalteprogramm 2030 reagiert, mit Maßnahmen wie die Umstellung von Fabriken auf umweltfreundlichere Technologien und die schrittweise Ausmusterung älterer Fahrzeuge. Die Luftverschmutzung soll bis 2030 halbiert werden. Aber ist das realistisch? All diese Maßnahmen wurden genau ausgearbeitet. Es wurde sogar eine Finanzanalyse durchgeführt. Alles, was wir brauchen, ist Geld und die Menschen und Aufmerksamkeit für dieses Thema. Wir müssen dieses Problem bis 2030 lösen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Bemühungen Belgrads, eine grünere Stadt zu werden, klingen zwar auf dem Papier gut, aber viele Bürger bezweifeln, dass ein Spaziergang im Park in absehbarer Zeit in sauberer Luft gemacht werden kann.